Heraus, hier sind wieder Strong Flex mit Strong Flex TV und heute gibt es von uns den Harrop Curl, eine Top Bodyweight Übung für die Oberschenkelrückseite. So, für die Übung brauchst du einen vertrauensvollen Partner, der... Und dann nimmst du mich? Ja, es ist gerade kein anderer da. Der dich an den Unterschenkeln, am besten so Höhe Soleus, also Untra-Wadenmuskel, festhält. Wir haben jetzt hier die Lösung gewählt, Fitnessbag, nettes Tool, was man immer mal wieder verwenden kann, verlinken wir nochmal im Beschreibungsfeld. Da wird sich der gute Strong gleich draufsetzen. Ich bin jetzt mal so in der Ausgangsposition hier im 90-Grad-Winkelverhältnis Oberschenkel zu Unterschenkel, also Kniewinkel. Das ist dann auch das Steuerungskriterium. Wenn ich mit dem Po weiter nach hinten gehe, wird es leichter. Wenn ich weiter nach vorne gehe, wird es deutlich schwerer. Also wenn ich mit dem Körperschwerpunkt überm Kniegelenk bin. Ja, wir nehmen die Hände mal hinter den Rücken und versuchen auch den Rücken auf Spannung zu bringen. Brust raus, Schulter tief. Dann hat der Rückenstrecker auch noch was davon. Im Kern ist es aber eine Übung für die Oberschenkelrückseite. Meistens viel zu schwach im Verhältnis zur Vorderseite. Also macht eine solche Übung, entlastet auch die Knie. So. Ja, wirkt super kniestabilisierend. Absolut. Also ich werde jetzt mal gefixt. Der Strong hat hier den ganz entspannten Job. Ja, und ich lege jetzt mal los. Ziel ist es, übers Hüftgelenk nach unten zu gehen, und zwar mit der Stirn zum Boden und sich entsprechend wieder aufzurichten. Ja. Einatmen runter, ausatmen rauf. Und ich kann mir jetzt sehr, sehr schön die Intensität regulieren, einfach über meinen Körperschwerpunkt. Oh Gott, jetzt habe ich es übertrieben. Das war zu viel. Nein, mach noch ein paar. Das sieht ganz gut aus. Also wenn du echt ein bisschen also weiter nach vorne gehst, ja, ist es echt die Hölle. Ich weiß. Also das kann man jetzt hier in dieser Partnerversion machen. Das ist eigentlich ganz cool, einen Trainingspartner zu haben. Ich mache das ab und zu im Fitnessstudio und knie mich dann einfach. Ich habe so ein sitzendes Wadengerät. Oder Waden, sitzend heißt das Gerät. Und da kann ich mich quasi dann verkehrt rum drauf knien und mit den Fersen an den Polster einhaken. Die meisten Fitnessstudios haben ja auch so dieses Latzuggerät, wo man dann am Oberschenkel fixiert ist. Kann man auch ausprobieren, ob man da genug Platz hat, ob das Polster unten breit genug ist, ob das geht. Ist auch nochmal eine ganz coole Möglichkeit. Kann natürlich auch sein, dass man dann in so einem Fail-Video landet. Kann natürlich auch sein. Gerät falsch verwendet. Gut, ja. Mein Bedarf ist jetzt mal gedeckt für den ersten Satz. Ich glaube, ich habe 10 Wiederholungen gemacht. Das können wir ja nachzählen. 3 Sätze davon und du bist gut dabei. So, jetzt macht euch bitte noch die Mühe und gebt ein Däumchen nach oben für dieses Video, dass das anständig gefunden wird im Netz. Abonnieren, falls du nicht getan hast, kannst du hier oben tun oder hier unten kannst du bei Facebook oder Instagram vorbeischauen, je nachdem, was wir jetzt einblenden. Hier drüben gibt es 2 unserer letzten Videos und dann schießt ihr die beim Rückseite ab und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.